Oi, da, was geht ab, Leute? Team Bubble hier. Heute mit dem Monarchen Structure Deck Review, das jetzt dann im Verlauf der Woche erscheinen wird. Ziemlich gutes Deck, angeblich. Wir werden es herausfinden und dann wird es hoffentlich auch ein paar Testspiele geben, wenn die Jungs das mal hinbekommen. Zu den Reprints nicht unbedingt irgendwas sehr Interessantes, also Soul Charge ist da drin. Vielleicht Mathematica und Rainbow Kuribo. Sind halt die auffälligsten von den Reprints her. Dann sind da halt die Vasale drin. Von denen habe ich schon ein Review gemacht. Wird unten nochmal verlinkt wahrscheinlich. Dann vier neue Monarchenmonster. Auf die werde ich eingehen. Zwei Zauberkarten und eine Falle. Also sieben, sage ich mal, von den guten. Und brandneuen Karten. Und dann halt die Vasale, die eben schon bekannt schon ein Review von mir bekommen haben. Und glaube ich auch nicht gespielt werden. Dann kommen wir auch schon zu der ersten Karte. Aether the Heaven Monarch. Level 8, 2,8 ATK, 1000 Death. Hat also dieselben Werte, glaube ich, wie ein Mega Monarch. Also genau die perfekten Werte, um die ganzen Zauber und Fallen zu aktivieren. Und der Effekt ist jetzt, du kannst die Karte beschwören, Tribut beschwören, indem du ein Monster, das Tribut beschworen wurde, tributest. Anstatt jetzt halt zum Beispiel zwei Monster zu tributen. Und falls diese Karte Tribut beschworen wird, kannst du zwei Monarchen Zauber- oder Fallenkarten mit verschiedenen Namen von deiner Hand und oder deinem Deck auf den Friedhof schicken. Und falls du dies tust, speziell beschwören ein Monster mit 1400 oder mehr ATK und 1000 Death, also ein Monarch oder Mega-Monarch, kannst du aufs Spielfeld beschwören und in der Endphase dann zurück auf die Hand. Und während der Mainphase deines Gegners, wenn sich Aether the Heaven Monarch in deiner Hand befindet, kannst du eine Monarchen-Zauber- oder Fallenkarte von deinem Friedhof banishen und sofort danach diese Karte Tribut beschwören. Sprich, du kannst ihn einfach in der gegnerischen Mainphase Tribut beschwören. Beschwören einfach, indem du eine Monarchen-Zauber- oder Fallenkarte aus deinem Friedhof banishst. Auf jeden Fall sehr interessante Effekte. Mal schauen, was die Monarchen Zauber und Fallenkarten können, ob sie irgendeinen Friedhofseffekt haben. Aber sieht solide aus und ich würde dem fürs erste 6 von 10 Sternen geben. Special was aus dem Deck immer gut. Und der kommt dann am Ende der Runde auch noch zurück auf die Hand, damit du den nächste Runde beschwören kannst und dessen Effekt nutzen kannst. Also kannst du dir. Also ist es so eine Art Searcher. Schon nicht schlecht. Dann haben wir Erebios, den Netherworld Monarch, also. Der andere davor schien Licht zu sein und der jetzt Finsternis. Das Gegenstück dazu. Auch 2,8 ATK, 1000 Death und den kannst du auch beschwören. Tribut beschwören, indem du ein Tribut beschworenes Monster opferst. Und falls der Tribut beschworen wird, kannst du zwei Monarchen Zauber- oder Fallenkarten mit unterschiedlichen Namen von deiner Hand oder Deck auf den Friedhof legen. Und falls du dies tust, kannst du eine Karte vom gegnerischen Hand, Feld oder Friedhof zurück ins Deck mischen. Klingt gut. Und einmal in der Mainphase, in deiner oder der gegnerischen, falls der im Friedhof ist, kannst du eine Monarchen Zauber- oder Fallenkarte abwerfen. Und dann ein Monster mit 1400 ATK oder mehr und 1000 Death wählen und es auf deine Hand hinzufügen. Auch sehr guter Effekt. Vor allem der zweite, den finde ich ziemlich gut, weil Monarchen hatten immer das Problem mit Konsistenz, Stabilität. Entweder hattest du immer die Zauberkarten dazu und nie die Monarchen oder immer Monarchen, aber nie Zauberkarten und so kannst du immer Monarchen aus dem Friedhof recyceln, verwerten. Falls du einmal brauchst, kannst du den einfach zurück auf die Hand nehmen und die Zauberkarten abschmeißen dafür. Also ziemlich gut finde ich das. Gibt einfach Stabilität und der andere Effekt ist auch ziemlich krass. Also der kriegt 8 von 10 Sternen. Dann haben wir Aedos, the Netherworld Knight. So eine Art Vasal für den davor, nehme ich mal an. Wenn diese Karte normal oder spezial beschworen wird, kannst du diesen Effekt aktivieren. Du kannst eine Tributbeschwörung zusätzlich zu deiner normalen Beschwörung diese Runde durchführen. Und den Effekt kannst du nur einmal erhalten pro Runde. Du kannst diese Karte vom Friedhof banishen, dann ein Monster mit 800 ATK und 1000 Death in deinem Friedhof wählen. Und es spezial beschwören. Außer halt ein Aedos selbst. Und dafür kannst du den Rest der Runde keine Monster aus deinem Extra-Deck spezial beschwören, was du eh nicht tust in dem Deck.
Sprich, der zweite Effekt ist perfekt für die ganzen Vasale. Nur sind die alle ziemlich schlecht. Ich nehme an, der Lichtvasal da von dem anderen Kerl ist ziemlich gut und die spielt man zusammen. Also Edos würde ich 6 von 10 Sternen geben. Ermöglicht ein paar Plays und ist ein Combo-Starter, aber muss erstmal in den Friedhof und braucht erstmal Setup. Idea, der Heaven Knight, Level 1, 800 ATK, 1000 Def. Wenn der genormalt oder gespecialt wird, kannst du ein Monster Special mit 800 ATK und 1000 Def von deinem Deck, also zum Beispiel den schwarzen und dann seinen Effekt nutzen. Und du kannst wieder nicht für den Rest der Runde vom Extra Deck specialen. Und falls der auf den Friedhof geschickt wird, kannst du eine von deinen gebannischten Monarchen Zauber oder Fallen wählen und sie deiner Hand hinzufügen. Auch ziemlich gut. Und Idea würde ich 7 von 10 Sternen geben. Recycled Karten, immer gut, macht Plus und Effekt kommt auch, wenn du sie tributest. Und specialt auch noch Sachen aus dem Deck, also sehr, sehr gute Karte. Die zwei kleinen bringen schon ein paar Kombos zusammen und dann geht da schon was. Dann kommen wir zu den Zauberkarten. Da haben wir Pandidi Monarchs. Effekt: Sende einem Monarchen Zauber der Falle von deiner Hand auf den Friedhof und zieh zwei Karten. Du kannst diese Karte von deinem Friedhof banishen und drei Monarchen Zauber der Fallen von deinem Deck vorzeigen. Und dein Gegner wählt eine, die du dann auf die Hand nimmst. Und der Rest wird zurück ins Deck gemischt. Also, da ist schon mal die Karte, die den Friedhofseffekt hat. Und ihr normaler Effekt ist auch nicht schlecht. Also, bringt wie gesagt Konstanz in das Deck ein, was davor gefehlt hat. Gefällt mir sehr diese Karte. Draw und Search. Also, 8 von 10 Sternen würde ich da geben. Dann kommen wir zu der Spielfeldzauberkarte. Also, irgendwie bekommt jedes Deck jetzt Spielfeldzauberkarten. Obwohl, die hatten, glaube ich, schon eine davor. Eine schlechtere. Okay. Die heißt The True Monarch Dominion. Während du keine Karten in deinem Extra-Deck hast und ein tributbeschworenes Monster kontrollierst und dein Gegner keins, kann dein Gegner keine Monster vom Extra-Deck specialen. Sprich, Panel-Decks sind tot. Und falls ein tributbeschworenes Monster, das du kontrollierst, ein gegnerisches Monster angreift, erhält es 800 ATK. Und einmal pro Runde kannst du ein Monster in deiner Hand mit 2,8 ATK und 1000 Def um 2 Sterne verringern. Sprich, das braucht dann nur noch ein Tribut. Also relativ starke Antikarte, neue Floodgate für die Monarchen. Problem ist, Floodgates sind momentan nicht so stark. Twin Twister wird gespielt und wir haben auch vor kurzem ein Video gemacht über Handtraps, dass die zum Beispiel vielleicht die Floodgates ersetzen werden. Tati wird ja zurzeit Tati Floodgates genannt, aber der ist auch nicht so mehr zufrieden mit den Floodgates zurzeit und wechselt die Strategie wahrscheinlich auch. Also eigentlich sehr starke Karte, 7 von 10 Sternen, vielleicht sogar 8 von 10 Sternen. Ne, sagen wir 7 von 10 Sternen, aber ich weiß nicht, ob die alleine das Deck so spielbar macht und gegen das Meta antreten lassen kann. Dann haben die noch eine neue Fallenkarte bekommen. Der Original Monarch, dauerhafte Falle. Einmal pro Runde kannst du zwei Monarchen Zauber- oder Fallenkarten in deinem Friedhof wählen und die zurück ins Deck mischen und dann eine Karte ziehen. Nicht schlecht, also mit den ganzen, mit den zwei großen da immer millen und dann die wieder recyceln und dann Karten ziehen. Sieht schon nach Potenzial aus. Und falls diese Karte in deinem Friedhof ist, also noch eine Karte mit Friedhofseffekt für die großen, kannst du eine andere Monarchen-Zauber oder Falle in deinem Friedhof wählen und es banishen. Und dann kannst du diese Original Monarch-Falle specialen als ein normales Monster. Licht Level 5, ATK 1000, Defense 2-4. Und das ist dann ein Trap-Monster, mit dem du dich halt dann verteidigen kannst und das dann auch tributen kannst. Steht nicht ausdrücklich da, aber ich nehme mal auch an, dass es im gegnerischen Zug gehen kann, dass du diese Falle dann als Monster specialen kannst aus dem Friedhof. Karte kriegt von mir 6 von 10 Sternen. Ist eine solide Karte, aber braucht sehr, sehr viel Setup und man muss erstmal zweimal mit der ziehen, um Plus zu machen. Also ein bisschen zu langsam. Ansonsten war es das auch schon mit dem Monarchendeck. Sieht auf jeden Fall interessant aus, gefällt mir sehr. Und
Eigentlich braucht man nur 3 Structure Decks. Dann schauen wir mal noch, wie die Duelle laufen werden, was die Spieler sagen werden von uns. Und dann können wir mal schauen, was man noch alles da reintun kann, was nicht im Structure Deck vorhanden ist. Also, wir wollten uns einmal gegen Pepe halt antreten lassen und einmal gegen Cosmo. Mal schauen, wie das Matchup so ist gegen die 2 Top-Decks im Format. Ansonsten werden wir uns wahrscheinlich auch 3 Starter holen und dann ein Deck dazu bauen und ein bisschen darüber nochmal quatschen in Real Life. Weil das Deck einfach echt billig ist und höchstwahrscheinlich auch mithalten kann. Und ist halt ideal für die ganzen Anfänger und Budget-Spieler und sowas. Ist sogar vielleicht auch ein Grund für mich, mal wieder bei einem Turnier mitzuspielen, einfach 3 Structure-Decks auspacken und dann einfach mal so aus Spaß wieder mitspielen. Also kann man auf jeden Fall weiterempfehlen. Ansonsten war es das auch schon wieder. Ich hoffe, wir kriegen die Duelle hin. Ansonsten bis zum nächsten Mal und leidet nicht so viel. Oida, was geht ab, Leute? Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wie immer, liken, subscribe, kommentieren. Erzählt uns, was ihr von unserem Video haltet. Ansonsten, wenn ihr mehr über uns erfahren wollt, checkt unsere Facebook-Seite und natürlich unsere Sponsoren, alles unten in der Beschreibung. Und ansonsten, bleibt mir's.